Wir drehen ein neues Video zu... Ich kommandiere nicht weiter. Und das spielt in Paris 1969. Das ist ja eine wilde Gangster-Story. Mit Banküberfall und so. Und dann merke ich plötzlich, dass der Peter, die Sau, eigentlich nur aufs Geld scharf ist und ja nicht auf mich. Und das finde ich ganz schön scheiße. Ich werde jetzt nicht sagen, bevor ich nicht weiß, was ich zu sagen habe. Und ich werde so lang schweigen, bis ich weiß, wie es weitergeht. Wir drehen mehr oder weniger Szenen, die jeder so aus alten Krimifilmen kennt. Und lassen das Gefühl des Liedes einfach so in dieser Krimi-Welt mitschwingen. Na, der Songinhalt ist ja irgendwie eine Geschichte, dass man irgendwie von jemand nicht loskommt. Dass man mit nicht kann, aber ohne auch nicht. Und man kommt nicht so richtig los, man müsste aber. Und irgendwie klappt es aber nicht. Und das kommt ja in dem Fall, ist das ja auch, wenn wir jetzt über die Bonnie und Clyde-Geschichte kommen, nur dass ich letztendlich entschließe oder mich nicht so ganz entschließe, man weiß es nicht, ne? Ob ich ihn wirklich umgebracht habe oder nicht, den Peter, das weiß man nicht, ob ich das war. Also bin ich immer noch in dem Zwiespalt, ob ich es nur tue oder nicht, da ist wohl die Berührungspunkte zu suchen oder zu finden. Wir rauben eine Bank aus. Dann kidnappen wir auch noch einen Polizisten oder so. Den knallen wir ab. Das Schwein, den machst du noch fertig. Das ist nur ein Bullet. Dann bringe ich, glaube ich, Peter um. Mich erwischen sie, ich komme in den Knast. Alles schön. Und das Sterben, irgendwie fand ich es auch einen ziemlich intimen Moment zwischen Anna und mir, muss ich ehrlich sagen, weil Anna ja echt geheult hat und ich da immer so rumgezuckt bin. Und ich dachte erst, wir kriegen Lachkrämpfe. Dem war überhaupt nicht so, ne? Also es war schon irgendwie auch ergreifend. Aber ich meine, es ist ein Popvideo. Und insofern fällt dann der Druck auch weg. Und man spielt es einfach, ob ich... Ich glaube nicht, dass ich das wirklich kann. Wir haben beide ja nur nicht so richtig die schauspielerische Ausbildung und auch nicht die Übung da drin. Aber also mir macht es Spaß und ich finde es eigentlich ganz einfach. Also bis jetzt. Mal los! Halt! Und es gibt eben so Bands, die sind auf dem Punkt da. Die sind Profi, die knipsen sich an und dann sind sie am Start. So, ne? Und insbesondere bei Anna ist das jedes Mal ein Erlebnis, wenn du guckst durch, du brauchst gar nicht mit ihr die Szene zu proben, sie wird genau im richtigen Moment die Augen öffnen. Ne? Das wird dann schon, weil es passt auf die Musik. Sie öffnet nicht dann, wenn sie anfängt zu singen, die Augen. Sie öffnet dann, wenn einen halben Takt vorher das Klavier kommt, dann öffnet sie die Augen. Das ist der Moment, der passt. Ich habe mich einfach so in die Hände des Regisseurs gelegt sozusagen und immer gesagt, okay, da wird mir das schon vormachen. Und er macht das immer so richtig cool vor und ich komme mir natürlich immer ein bisschen dämlich vor, wenn ich das dann nachmache. Aber ich mach's jetzt einfach. Ich bin gespannt, wie es aussehen wird. Das hier kommt erst der Blick und dann guckst du. Okay. Also nicht gleich gucken, ja. Sondern du hast immer so ein wahnsinniges, andächtiges Moment in dir. Das ist immer sehr bewusst, was du tust. Ne? Okay. Junge Leute, die noch unerfahren sind und Musikvideos zum ersten Mal machen oder auch das zweite Video ist drin, die haben schon sehr lange sich damit beschäftigt und vom Spiegel geübt oft, während alte Hasen, denn das alles scheißegal ist im Grunde, wie sie rüberkommen und deshalb besonders gut rüberkommen. Bei dem Video eigentlich nicht dran gedacht, läuft das jetzt auf den Sendern rauf und runter oder nicht, sondern das ist einfach eigentlich auch ein Statement. Weil es so ungewöhnlich ist, fand ich das, die Idee ziemlich großartig. Das ist so ähnlich, als würdest du dir einen Filmtrailer angucken im Kino und du hast das Gefühl, jetzt weißt du schon, wie der Film ausgeht. Das passiert mir ganz oft. Dann gehst du ins Kino und der Film geht ganz anders aus. Es ergibt eine ganz andere Logik und wir drehen schon von vornherein nur diesen Trailer. Stehen, will in die Augen sehen, wie es weitergeht.
große Freude. Und das, was ich von Anna gesehen habe, das fand ich auch super. Ich finde eigentlich, wir sollten sowas viel mehr machen. Je öfter die Plattenfirma sagt, spielt wenig mit, umso mehr werden wir mitspielen. Wir haben uns weich geredet, doch meistens gar nichts gesagt. Wir haben uns blind verstanden. Ich fand die Szene im Gerichtssaal eigentlich ziemlich klasse. Erstens, weil mir das Kostüm am besten gefallen hat. Und zweitens mal, weil das so eine absurde Situation war, wie die junge, verzweifelte Frau Tränen heuchelt. Weil man geht davon aus, dass ich tatsächlich mehrere Leute ziemlich brutal ermordet habe, ganz viel Geld erbeutet und vergraben habe. Und dass ich eigentlich eine ziemlich brutale Kuh bin, die jetzt total einen auf Mitleid heuchelt und hofft, dass sie damit nochmal durchkommt. Klappt aber wohl nicht richtig. Ich komme an dir nicht weiter. Ich komm an dir nicht weiter, komm an dir nicht vorbei. Ja, nachher drehen wir auf jeden Fall noch die Performance. Da, das wird jeder sofort erraten, woher wir das geklaut haben. Das ist natürlich von Marlene Dietrich, also ihr legendäres Kleid und ihr legendärer Pelz. Und es ist doch sehr nah daran angelegt und auch das Licht. Und ich sitze so am Flügel und klemper vor mich hin. Und diskutiere zurzeit noch mit dem Regisseur über meine Haare. Er will sie so ganz gegelt haben und ich bin mir nicht sicher, ob ich das so gut finde. Ihr werdet nachher sehen, wie es dann aussehen wird, wer sich durchsetzt.